Bevor wir so richtig loslegen, würde ich gerne zunächst mal alle recht herzlich begrüßen, die sich heute Abend hier im Zoom-Space versammelt haben, um der ersten Folge der Weltpremiere des Denkduett beizuwohnen. Das ist natürlich ein ganz besonderer Anlass und Cornelia und ich, die heute Abend das Gespräch bestreiten werden, sind auch schon total aufgeregt und nervös. Wir versuchen uns schon seit Stunden gegenseitig Mut zuzusprechen. Es geht also um Großes und um Vieles und wir freuen uns in der Tat sehr, dass ihr alle heute mit von der Partie seid. Bevor wir richtig loslegen, wie gesagt, möchte ich zunächst mal ganz kurz den Ablauf des Abends erklären, weil das ja für alle auch etwas Neues ist. Und wir selber dieses Format zwar schon manchmal ausprobiert haben, aber mit einer so großen Zahl von Teilnehmern auch noch nie durchgeführt haben. Das Ganze wird also so ablaufen, dass die erste halbe Stunde des heutigen Abends gemeinsam von Cornelia und mir bestritten wird. Wir werden heute die Duetter bzw. die Duetterin sein, die miteinander der weltbewegenden Frage nachgehen werden, können Maschinen denken? Dazu werden wir uns dialogisch austauschen. Und meine Bitte von vornherein, dass es gleich alle gehört haben, wäre, dass während der Zeit ihr alle bitte schön eure Mikrofone ausgeschaltet lasst, einfach um mögliche Störgeräusche, Nebengeräusche zu vermeiden und auch für eine gute Übertragungsqualität bei allen zu sorgen. Also bitte so lange, dass der Dialog, das Duett stattfindet, die Bitte an alle, die Mikrofone auszulassen. Nach einer halben Stunde werde ich dann das Gespräch mit Cornelia abmoderieren und eine Überleitung machen zu unserem Talk, dann seid ihr alle, die ihr hier im Space versammelt seid, herzlich eingeladen, euch an dem Gespräch zu beteiligen. Da wir relativ viele sind, muss ich euch jetzt kurz erklären, wie wir das machen, welches Prozedere wir dafür verwenden. Ihr habt alle in Zoom die Möglichkeit, wenn ihr mit eurer Maus bzw. mit dem Cursor auf den unteren Bildrand fahrt, das Feld Teilnehmer anzuklicken. Das müsste eigentlich jeder haben, dass da irgendwie steht Teilnehmer 27. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr rechts eingeblendet eine Spalte, wo alle Teilnehmer namentlich aufgeführt sind. Wenn man da nun drauf geht, dann habt ihr eine Funktion, so sollte es zumindest sein, mit der ihr eure Hand heben könnt. Ich will das jetzt gerade mal ausprobieren und frage einfach mal den Krischer. Krischer, könntest du bitte einmal deine Hand heben, dass ich sehen kann, ob das funktioniert? Ich sehe noch keine Hand. Warum funktioniert das nicht? Ich probiere es mal bei jemand anderem. Die Hand kann. Ah, jetzt kann ich sehen. Okay, alles klar. Jetzt funktioniert es. Da hat sich auch jemand anders eingeblendet. Okay, also das funktioniert. Man kann eben diese Hand heben, wenn ihr das macht, dann seht ihr in dem Feld Teilnehmer oder auch in dem Bild eingeblendet eine blaue Hand, die nach oben geht. Und dann wissen wir, aha, da möchte sich jemand zu Wort melden. Ich werde das dann, wenn wir wirklich zum offenen Gespräch übergehen, auch noch einmal kurz wiederholen, dass dann alle Bescheid wissen. Man kann die Hand auch wieder runternehmen. Alle, die sich gerade schon mal zu Wort gemeldet hatten, bitte ich, das jetzt zu tun. Gut, und dann haben wir noch mal etwa maximal 45 Minuten, um uns miteinander auszutauschen. Ihr habt dann alle die Möglichkeit, Fragen an die Cornelia oder an mich zu stellen, auch aufeinander einzugehen. Dieser Talk hat ja den Claim, der Philosophie-Talk bei dem Mitdenken erwünscht ist. Und das nehmen wir ernst. Von daher schon jetzt die herzliche Einladung an alle, euch bei diesem Gespräch dann auch rege zu beteiligen. Gut, so viel vorneweg. Nach insgesamt etwa einer Stunde, 15, 20 Minuten werden wir hier fertig sein. Und dann gibt es nochmal eine offizielle Abmoderation. Und ja, das wäre es dann für heute gewesen. So viel also, wie gesagt, zur Erklärung. Jetzt würde ich sagen, fangen wir dann richtig an. Und das bedeutet, dass wir jetzt gleich so tun, als wäre das hier eine Live-Sendung im Fernsehen. Das heißt, ich werde ganz offiziell nochmal alle Teilnehmer begrüßen, auch diejenigen, die ich gerade schon begrüßt habe. Aber so sieht es die Regie nun einfach vor. Herzlich willkommen zum Denkduett. Ich freue mich sehr, euch alle heute hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christoph Quarch und ich bin derjenige, der euch heute durch diesen Abend geleiten wird.
Ihr, das sind zwei verschiedene Gruppen von Teilnehmern, die ich heute hier begrüßen möchte. Das sind zum einen all diejenigen, die den Podcast unseres Gesprächs sich anhören, die ihn auch nachhören, die jetzt nicht live dabei sind. Und dann sind es zum anderen all diejenigen, die sich heute Abend eingewählt haben, um dem Gespräch, das wir heute führen werden, live beizuwohnen und sich dann auch im zweiten Teil des Abends daran zu beteiligen. Vor allen Dingen aber möchte ich meine heutige Gesprächspartnerin begrüßen, nämlich die Cornelia Brühl. Was sie von ihrer Profession her ist, kann man deutlich erkennen. Es steht auf ihrer Brust geschrieben. Sie ist unsere Philosopher Queen, Philosophin aus Österreich. Und Cornelia, ich freue mich total, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Hallo Christoph, freue mich, dass ich auch da bin. Danke. Heute ist ja ein ganz besonderer Abend, Cornelia, weil es ja die Weltpremiere des Denkduetts ist. Und bist du auch so aufgeregt wie ich? Ja, ich bin schon sehr aufgeregt. Vor allem das Thema ist ja so spannend, finde ich. Ja, das Thema ist natürlich auch eines, was nicht so ganz einfach ist. Ich denke, wir haben da die Messlatte für den Anfang schon mal relativ hoch gelegt. Es soll um die Frage gehen, können Maschinen denken? Ich denke, eine Frage, die spätestens seitdem wir es mit den Errungenschaften der künstlichen Intelligenz zu tun bekommen haben, viel diskutiert wird, die in aller Munde ist und die wirklich auch eine wichtige Frage ist. Ganz einfach deswegen, weil sie auch nochmal irgendwie uns Menschen in Frage stellt, unser Selbstverständnis auf den Prüfstand stellt. Denn traditionell sind wir alle sehr stolz darauf, dass wir als Menschen über die Fähigkeit verfügen, denken zu können. Und jetzt gibt es da plötzlich irgendwelche künstlichen Intelligenzien, die mit ihren Algorithmen auch denken können oder so etwas in der Art wie denken können. Also ich stelle mal gleich die Frage an dich, liebe Cornelia, was sagst du? Können Maschinen denken? Also ich würde sagen, sie können einen Teil des menschlichen Denkens vielleicht, aber sie können nicht denken, wie der Mensch denkt. Also das sage ich mal so in die Luft geschossen und ich hoffe, wir kommen eben zu dem Punkt, dass ich das dann vielleicht noch näher erklären darf oder besser gesagt wirst du es wahrscheinlich auch erklären. Ja, wir schauen mal, wie wir uns die Frage einigen können. Mehr als einen Luftschuss habe ich zu dem Zeitpunkt offenbar dann noch gar nicht von dir erwartet. Viel mehr kann ich auch nicht bieten. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ich denn auf die Frage antworten würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, weiß ich nicht. Zumindest weiß ich es nicht so lange, wie wir uns nicht darüber verständigt haben, was in diesem Kontext eigentlich Denken heißen soll. Genau. Und damit möchte ich auch schon gleich so ein bisschen die Richtung anzeigen, die ich gerne heute Abend mit dir verfolgen möchte. Ich möchte gar nicht so sehr der Frage nachgehen, was es eigentlich mit den Maschinen auf sich hat, also nicht die Frage traktieren, wie klug die Algorithmen der künstlichen Intelligenz zum heutigen Zeitpunkt schon sind, was die alles für Wunderdinge leisten können, wie es mit AlphaGo ist, der den berühmten koreanischen Go-Weltmeister durch einen legendären, ich weiß nicht mehr, 17. Zug in der dritten Partie, glaube ich, vernichtend geschlagen hat. Die Fragen lassen wir mal alle beiseite heute. Ich würde gerne mit dir der Frage nachgehen, nach guter alter Philosophenmanier, wenn ich so sagen darf, was heißt eigentlich denken? Was heißt eigentlich denken? Und ich möchte zunächst mal dir erzählen, was ich bei der Vorbereitung für den heutigen Abend festgestellt habe. Ich habe mir nämlich da den Spaß gemacht, mache ich immer bei solchen Themen, das historische Wörterbuch der Philosophie zur Hand zu nehmen und da so ein bisschen drin zu blättern. Und wenn man da reinschaut, dann stellt man fest, wenn es um das Thema Denken geht, dann nähern sich Philosophen vorzugsweise diesem Thema an, indem sie danach fragen, was ist eigentlich das menschliche Denkvermögen? Womit denken wir eigentlich? Frage an die Philosopher Queen. Cornelia, womit denken wir? Tja, das ist jetzt kulturabhängig, oder? Ja, das ist total abhängig. Du könntest jetzt einen neurophysiologischen Ansatz wählen und sagen, wir denken mit unserem Gehirn und dann gibt es synaptische Verschaltungen, biochemische Prozesse, die können wir alle beschreiben und durch bildgehende Verfahren abbilden. Aber das ist natürlich nicht das, was ich hören wollte. Aber was ist es so? Worüber philosophiert denn ein Philosoph gerne? Was sind da die Stichworte, die in den Sinn kommen? Kant zum Beispiel. Verstand, Vernunft oder Ratio. Ja. Vielleicht auch Hegel, der Geist, ne? Der Geist kommt sicherlich nicht zu kurz. Und dann bietet die lateinische Sprache noch den Intellectus an oder auch Mens. Daher kommt dann das englische Mind. Also wir haben da eine ganze Menge unterschiedliche Kandidaten, die in Frage kommen würden und die alle irgendwas mit Denken zu tun haben. Aber wenn wir das jetzt irgendwie sukzessive durchgehen würden, vor allen Dingen, wenn wir schon mal mit Verstand und Vernunft beginnen würden, würden wir wahrscheinlich bis Mitternacht hier sitzen. Richtig, weil das sind ja keine Erklärungen, nicht wahr, fürs Denken. Also das waren jetzt mal Synonyme oder irgendwie Hilfsmittel. Aber was ist denn Denken nun?
Christian? Ja, genau, das ist ja genau die Frage. Und ich wollte das ja auch nur erstmal so ein bisschen ins Spiel werfen, um zu zeigen, wie komplex das Thema ist, weil der Geist tut vielleicht was anderes als die Vernunft und der Verstand tut wieder was anderes als der Intellekt. Also so kommen wir erstmal, glaube ich, nicht so richtig weiter. Deswegen habe ich dann übrigens das historische Wörterbuch wieder in den Schrank zurückgestellt mit einer großen Staubwolke. Okay. Ich habe mir gedacht, ich wähle einen anderen Ansatz, einen, den ich ganz gerne wähle bei solchen schwierigen Themen, nämlich ich versuche einfach mal mit dir so ein bisschen reinzulauschen, was das Wort Denken uns eigentlich zu sagen hat. Und jetzt habe ich wieder eine Frage für dich. Ei. An welches Wort ist nach deinem Dafürhalten in der deutschen Sprache am engsten mit dem Denken verwandt? Klingt fast genauso. Ein Vokal musst du austauschen. Danken. Danken. Genau. Das ist doch erstmal verblüffend, oder? Ja, ja. Danken. Und da habe ich mich gefragt, also weil Vokale, nicht, also sprachgeschichtlich, Vokale verschieben sich schnell. Ja? Wenn der Konsonantenbestand der gleiche ist, sind die Worte eng miteinander verwandt. Da gibt es irgendwie, suggeriert das unsere deutsche Sprache, dass es eine Verbindung gibt zwischen Danken und Denken oder zwischen Denken und Danken. Da habe ich mich gefragt, was könnte das denn sein? Und die Antwort, die ich probeweise darauf geben möchte und die ich bei dir zur Diskussion stellen möchte, ist, wenn wir danken, dann bedeutet das, dass wir eine verbindliche Beziehung eingehen. Nämlich zu demjenigen, dem wir danken oder dem wir Dank sagen. Könnte es sein, dass auch Denken eigentlich ein Beziehungsgeschehen ist? Also gar nicht etwas Selbstbezügliches, gar nicht unbedingt das einsame Gespräch der Seele mit sich selbst, wie es bei Platon und Aristoteles mal hieß und was Heidegger so gerne zitierte, sondern dass Denken ein Beziehungsgeschehen ist, in dem wir eine verbindliche Beziehung eingehen, nämlich zu dem Bedachten. Oder zu dem, was uns zu denken gibt, zu dem Gedachten. Wie findest du das? Ja, es gefällt mir sehr gut, aber da würde ich jetzt sozusagen auch fast dieses philosophische Wörterbuch, das du gleich wieder eingestaubt hast im Regal, auch nochmal rausholen, weil ich habe natürlich auch nachgeschaut. Und das passt, finde ich, sehr gut zu dem Teilaspekt des Denkens, der Bezug nimmt auf das Verknüpfen und Unterscheiden, oder? Weil das ist ja alles auch eine Beziehung herzustellen, eine Relation. Ja. Das würde eigentlich ganz gut dazu passen. Ja, das wäre eine Spur, die wir verfolgen können. Ich sage es aber ehrlich, ich würde gerne noch eine andere Spur verfolgen, die auch wieder offen gestanden ins historische Wörterbuch der Philosophie zurückführt. Also das Ding ist wirklich geil. Man muss es eigentlich haben. Ohne das kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten. Also kleiner Tipp für alle ist allerdings, nimmt ein Meter Buchregal in Anspruch. Gibt es aber auch digital, aber gedruckt ist es schöner. Aber ich habe natürlich die Griechen bisher noch unterschlagen. Und wie du ja auch weißt, bin ich ja nun ein ausgewiesener Fan der alten Griechen, die deswegen heute auch hinter mir stehen. Und wenn man sich mit der griechischen Philosophie beschäftigt, ist man zunächst mal ganz verblüfft, wie viele Worte die Griechen für Denken haben. Und zwar umgangssprachlich letztlich genauso wie auch philosophisch, terminologisch. Aber es gibt halt einen Begriff, der sticht unter allen anderen hervor, weil er auch dann in der ganz alten vorsokratischen Philosophie von Anfang an eine zentrale Rolle spielt. Nämlich, du ahnst es schon, das Noein. Noein, ja, da kommt noetisch her, also auch ein Wort, das wir als Fremdwort noch gebrauchen. Daher, dieses Verbum Noein leitet sich aber vor allen Dingen her von einem Substantiv, das gemeinhin mit Geist übersetzt wird in unseren landläufigen griechischen Übersetzungen. Und das heißt auf Griechisch Nous. Hast du schon mal dich mit dem Nous näher beschäftigt mit dem Wort? Das ist ein geiles Wort. Erzähl mal. Auch da würde ich dich jetzt, da hätte ich jetzt Lust, dich zu fragen, ob dir irgendein deutsches Wort einfällt, was ähnlich klingt. Nee. Damit assoziieren könnte. Es ist gar nicht so schwer. Nur also komische Worte. Die Nase. Ja. Die Nase, ja? Nicht etwa die Nuss, sondern die Nase. Das ist das gleiche urindogermanische Wort, das ist die Wortwurzel Snu. Ja? Und daher kommt auch unser Wort Schnüffeln. Ja? Schnüffeln, Snu, Nus. Ja? Das ist der Riecher, den man hat. Ja? Und das ist interessanterweise der griechische Begriff in der frühen griechischen Philosophie, der überall dort steht, wo es um das Denkvermögen oder um das Denken des Menschen geht. Wie gesagt, das Verb Noein. Und auch das finde ich, passt jetzt ganz schön zu unserer Spur, die wir mit dem Danken gelegt haben, weil auch hier es darum geht, eine Beziehung aufzubauen. Und zwar eine sehr, zunächst mal sehr physische, ich finde das fantastisch, aber die alten Sprachen suggerieren uns ja, dass all unsere kognitiven Prozesse immer auch was mit der Physis zu tun haben. Es ist, man hat einen Riecher, man erspürt förmlich
etwas von dem, was ist in der Welt. Und das ist das Urbild, wenn wir den alten Griechen folgen wollen. Wenn wir den alten Griechen folgen wollen, des Denkens, und zwar eigentlich eines eher intuitiven Denkens. Ja? Die Griechen unterscheiden dann auch das Noein vom Dianoein. Ja? Dia, es steht im Griechischen diese Vorsilbe immer für irgendwie auseinander, so dieses Differenzierende. Dianoein ist dann eher der kognitive Prozess des Nachdenkens. Das ist dann das Cogitare, das Lateinische, das ist eher der Intellekt, aber das ursprüngliche Denken ist dieses eher intuitive, punktuelle Erschnüffeln. Und Erschnüffeln wovon? Letztlich Erschnüffeln von dem, was man eben nicht sehen kann, aber was man verstehen kann. Ich glaube, was die Griechen uns mit ihrer alten Sprache, mit ihrem Noein, mit ihrem Nous sagen wollen, ist, Denken ist so etwas wie die Beziehung, die der Mensch aufbauen kann zum Sinn. Zum Sinn von etwas. Ja, jetzt finde ich es gut. Und Sinn, um gerade dabei zu bleiben, ist ja auch ein geiles Wort. Ja? Wir reden ja von unseren Sinnen. Ja? Wir können einen Sinn für den Sinn haben. Und ich glaube, das ist genau das, was die Griechen mit Nous meinen. Ja? Dieses Verstehen von dem, was etwas ist. Ja? Genauso wie man vielleicht in der Vorzeit, als man als Jäger und Sammler noch durch die griechische Bergwelt zog und eine Spur aufnehmen konnte, verstanden, hier war vor kurzem noch ein Wildschwein. So ähnlich, denke ich, haben sich die Griechen das Denken erklärt. Also Christoph, wenn ich jetzt dich richtig verstehe, leitest du uns langsam in die Richtung, dass du, nehme ich an, auch zu einer These gelangen würdest, dass die Maschine ein derartiges Denken deshalb nicht gelingt, weil sie sich schwer tut mit Verstehen. Du hast mich durchschaut. Mit dem Verstehen und der Sinnproduktion. Also ich finde das schon auch wichtige Begriffe. Und übrigens, auch bei meiner Recherche natürlich jetzt im Philosophischen Wörterbuch kam auch noch dieser schöne Begriff vor, sinnstiftender Erkenntnisvollzug. Ist natürlich auch irgendwie groß und gewaltig. Was ist wieder Erkenntnis? Und wir müssen natürlich auch fragen, was Sinn ist. Aber ich glaube eben auch, dass diese Fährte, dass es was sehr Komplexes ist und das auch mit diesem Erspüren, das du genannt hast, zu tun hat und das Verstehen auch das Erklären übersteigt. Das finde ich schon ziemlich spannend und auch vor allem dann im Hinblick natürlich auf künstliche Intelligenz. Ja, sehr geil. Also du hast natürlich meine Strategie schon durchschaut, macht aber nichts. Ja. Wir sind ja nicht bei einem Krimi, wo die Auflösung erst ganz am Schluss kommen darf. Klar, ich versuche von Anfang an halt eine Spur zu legen, wenn man so will, zu einem sehr elaborierten Verständnis von Denken, dass es dann eben auch erlaubt, nochmal einen Unterschied zu dem zu machen, was Maschinen können. Die können tatsächlich sehr viel. Die könnten wahrscheinlich, wenn man das jetzt wieder ins alte Griechisch zurückübersetzen möchte, Dianoein, also dieses diskursive Denken, ja, das kann man nämlich algorithmisch abbilden. Aber was sie wahrscheinlich nicht können, ist das noetische Verstehen, dieses Erschnüffeln und Erschließen von Sinn und damit das Aufbauen einer sinnstiftenden Beziehung zur Welt. Aber ich würde jetzt gerade noch mal ganz kurz bleiben, weil du auch mir gerade einen schönen Ball zugeworfen hast, indem du von der Differenz zwischen Verstehen und Erklären gesprochen hast. In der Tat, ich denke, das, was das Denken auszeichnet, ist, dass es in der Tat uns in die Lage versetzt, Dinge zu verstehen. Aber wenn wir etwas verstanden haben, ist das noch etwas anderes, als etwas nur zu erklären. Das möchte ich noch mal ganz kurz ausführen und bei der Gelegenheit dann noch ein berühmtes Zitat in den Ring werfen. Denn erklären, das ist ja nun gemeinhin dasjenige, was die Wissenschaft zu leisten vermag. Die empirischen Wissenschaften sind ja einfach großartig darin, uns Sachverhalte zu erklären. Sie können analytisch denken, sie können synthetisch denken, sie können Bezüge herstellen, sie können Beweise führen, mathematische Beweise und dergleichen mehr. Das können sie alles ganz großartig. Und trotzdem hat sich einer aus unserer Zunft, nämlich Martin Heidegger, mal zu der kühnen These verstiegen, die Wissenschaft denkt nicht. Hat er natürlich jede Menge Ärger dafür bekommen, aber das mochte er ja irgendwie ganz gerne, viel Ärger auf sich zu ziehen, weil natürlich die Wissenschaftler sich irgendwie provoziert fühlten und sagten, natürlich denken wir auch. Aber ich glaube, wir sind jetzt nach dem, was wir schon miteinander im Anschluss an die alten Griechen bedacht haben, ganz gut vorbereitet, uns irgendwie einen Reim auf das machen zu können, was Heidegger damit sagen wollte, weil es eben tatsächlich ein Denken gibt, das mehr ist als das Erklärungen generierende Denken, das die Wissenschaft mithilfe ihrer geistigen Instrumentarien, vorzugsweise ihrer Logik, zu leisten vermag. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu den Griechen, weil die Griechen neben dem Noein und dem Nous noch ein anderes berühmtes Wort für Denken haben, nämlich Logos.
wo unsere Logik herkommt. Ne? Logos, und ich habe mich ja mit den Griechen wirklich viel beschäftigt, ist, so wie ich es verstehe, ich glaube, das ist hier tatsächlich ganz hilfreich, ist eigentlich dasjenige, was beim Denken rauskommt. Also eher das Gedachte oder der Gedanke als das Denken selber. Ja, Heraklit, großer vorsokratischer Philosoph, hat immer wieder über den Logos nachgedacht als dasjenige, was man letztlich an der Welt verstehen kann, wenn man sich ihr mit seinem Nous, mit seinem Riecher für die Welt zuwendet. Und Logos zu generieren oder überhaupt so etwas wie Logos zu entwickeln, das finde ich ist zunächst erstmal etwas ganz Aufregendes. Das ist offenbar das, was das Denken sozusagen, wozu die Kraft des Denkens ausreicht, was das Denken zu leisten vermag, ist uns überhaupt so etwas wie die Logik zuzuspielen, mit deren Hilfe wir uns dann analytisch und deduzierend zur Welt verhalten können. Das heißt, das Denken leistet eigentlich etwas, das stattgefunden haben muss, bevor die Wissenschaft überhaupt mit ihrer Praxis anfangen kann. Das Denken, wenn man so will, bietet uns eine Logik an. Und das ist jetzt nochmal ganz spannend, ich muss das jetzt gerade loswerden, weil mich das so total fasziniert, dass bei den vorsokratischen Philosophen man auch sehen kann, wiederum gerungen wird, nach welcher Logik wir uns eigentlich die Welt denken wollen. Heraklit sagt, sowohl als auch. Ne? Das Sein ist sowohl Tag als auch Nacht, sowohl Tod als auch Leben, sowohl Krieg als auch Frieden. Parmenides, etwa die gleiche Zeit, sagt, entweder oder, A oder B. Der Satz des Widerspruchs. Unsere wissenschaftliche Logik wird da schon begründet und irgendwie hat sich die abendländische Zivilisation dafür entschieden, Parmenides zu folgen und nicht Heraklit. Und seitdem bewegt sich unsere Wissenschaft in einer Art Grammatik des Denkens, die in diesem ursprünglichen Denken, durch den Nous gestiftet, gleichsam gelegt oder geschaffen worden ist. Und darin bleiben wir. Ja? Die Wissenschaft folgt einer bestimmten Logik. Jetzt kann es aber passieren, das finde ich das Aufregende in der Physik zurzeit, ja, dass ein neuer Wissenschaftszweig sich bietet, wie zum Beispiel die Quantenphysik, die plötzlich sagt, in dem, was wir hier beobachten, gilt eigentlich Heraklit. Ja? Da gilt eigentlich sowohl als auch. Die klassische Festkörperphysik sagt, nein, in der kopernikanischen Welt gilt Parmenides, entweder oder. Und was machen die jetzt? Jetzt müssen sie wieder anfangen zu denken. Aber in dem Augenblick, wo sie anfangen zu denken, machen sie keine Wissenschaft mehr, sondern sie denken. Und das finde ich total faszinierend. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber kannst du mir noch folgen? Ja, ich glaube, ich kann dir noch folgen. Aber ich würde doch noch mal gerne den Unterschied dann zwischen Denken zum Beispiel und Logos oder vielleicht auch sozusagen dem, was beim Denken entstehen kann, nämlich verschiedene Logiken auch zu legen, wo man das nochmal differenzieren kann, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kann man dann sagen zum Beispiel, Maschinen werden natürlich einer bestimmten Logik entsprechend programmiert zum Beispiel. Also das ist wie eine Art Sprache natürlich des Zusammensetzens, des Verbindens, des Vernetzens, Verknüpfens und so weiter und Differenzierens. Und das Denken wäre sozusagen aber nochmal etwas, das sozusagen zwischen den Worten und zwischen der Sprache stattfindet. Also könnte man das so formulieren, dass eben mehr dem entspricht, wo du gemeint hast, es ist auch eine Art von Erspüren. Also dass sich auch der völligen Rationalisierung entzieht. Also im Prinzip ja, ich denke, ich würde das etwa so darstellen. Danke übrigens nochmal, dass du mich auch wieder zurückgebracht hast auf unsere Ausgangsfrage. Also ich denke tatsächlich, dass Maschinen, künstliche Intelligenzen, das Geschäft der Wissenschaft, natürlich vor allen Dingen auch der mathematisch grundierten Wissenschaften, recht gut ausüben können. Das heißt, im bestehenden Regelwerk einer Logik, einer mathematischen Logik zum Beispiel, für die entsprechenden Algorithmen der KI geschrieben sind, können die Wunder was leisten. Aber die Frage wäre halt, und das ist eine wirklich spannende Frage, kann eine künstliche Intelligenz quasi aus der Logik, nach deren Maßgabe sie programmiert ist, aussteigen? Kann sie überhaupt oder könnte sie an den Punkt kommen, wo sie diese Logik in Frage stellt, sich dem Sein gleichsam schnüffelnd, ja, noetisch zuwendet und sich fragt, könnte nicht alles auch ganz anders sein? Könnte ich nicht nach einer vollkommen anderen Logik funktionieren? Könnte ich nicht völlig andere Algorithmen, die einer anderen Logik folgen, exekutieren? Und ich meine, ich bin nun kein Experte für KI, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine KI, eine künstliche Intelligenz jemals an den Punkt kommen könnte,
wo sie sozusagen aus dem Exekutieren bestimmter logischer Regelwerke dem Folgen bestimmter kategorialer Denkbahn aussteigt und eine vollkommen neue Deutung, eine vollkommen neue Sicht der Welt zu erproben. Denn warum, und jetzt wird es richtig abgründig, warum sollte sie das eigentlich tun? Aber das ist genau der Punkt, wo wir Menschen anders ticken, weil wir stellen die Warum-Frage. Wenn wir jetzt zum Beispiel an dem Punkt sind, wo wir sehen, mit unserer wissenschaftlichen Logik kommen wir nicht mehr weiter. Es gibt Phänomene, die wir nicht erklären können. Oder vielleicht auch, wir haben damit uns eine Technik geschaffen, die anfängt, uns bedrohlich zu werden. Dann haben wir plötzlich einen Grund zu fragen, warum? Oder könnte es nicht irgendwie auch anders sein? Und vor allem auch die Sinnfrage dann wieder zu stellen, oder? Das ist genau dieses Unterscheidungsmerkmal vielleicht, das wir irgendwie festgehalten haben. Wobei ich auch sagen würde, natürlich gibt es noch mehrere andere Dimensionen, die, glaube ich, zum menschlichen Denken dazugehören. Zum Beispiel der Leib, genauso wie die Umwelt, also all das komplexe System, in das wir ja eigentlich eingebunden sind. Und von dem man eben dieses rationale Denken nicht nur isolieren kann oder isoliert betrachten. Ja, das ist, glaube ich, schon mal so eine Schwierigkeit, die oft passiert, wenn wir eben über künstliche Intelligenz oder können Maschinendenken nachdenken, dass wir einen Mini-Teil-Aspekt des Menschen oder des menschlichen Denkens isolieren und für den Menschen an sich oder für sein Denken an sich setzen. Richtig? Super, du trägst dein T-Shirt zurecht. Also, ich danke dir für den Ball, den du mir zugeworfen hast. Ich finde das total wichtig. Also gerade der Hinweis, wir sollten das Denken nicht von unserer physischen Verfasstheit isolieren. Wir sollten es auch nicht von unserer Eingeflochtenheit in ein großes Netzwerk des Lebens oder in das Ökosystem isolieren. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Und genau, wie soll ich sagen, genau um die ist es mir zu tun, wenn ich jetzt heute mit dir versuche, mir das Denken über den alten griechischen Begriff des Nous und des Noein neuerlich zu erschließen, wo es eben letztlich darum geht, auch Sinn zu verstehen. Tatsächlich sozusagen entleibte logische Operationen, Algorithmen können natürlich Computer durchführen. Ja? Die können, das ist etwas, was der Mensch auch kann, ja? Was die Wissenschaften auch tun und was auch die Mathematik tut. Das ist auch alles gut und schön und großartig. Aber es ist eben nicht das, was ich mit dir heute gerne im emphatischen Sinne das Denken nennen würde, weil eben das Denken tatsächlich auch immer diesen Sinnbezug hat. Der Sinnbezug aber hat wieder etwas mit unserer physischen Verfassung zu tun. Das ist ja das Aufregende. Warum stellen wir denn überhaupt die Sinnfragen? Wir stellen wahrscheinlich die Sinnfragen deswegen, weil unser Leben begrenzt ist, weil wir verletzliche Wesen sind, weil wir sterblich sind und weil wir irgendwie damit klarkommen müssen, dass die Spanne Zeit, die uns auf Erden gewährt ist, irgendwann rum ist. Ja? Mhm. Und jetzt kommt vielleicht sogar das Danken wieder ins Spiel. Ja? Das Denken ist so gesehen ein Danken, weil wir uns damit den Sinn erschließen, der es uns erlaubt, mit dieser Endlichkeit und mit dieser Sterblichkeit klarzukommen. Deswegen, glaube ich, fragen wir, warum. Das mir nur ein Gedanke noch sein. Das werden Maschinen aber nie tun, ja, weil eine KI nicht weiß, was es bedeutet, sterblich zu sein. Oder vielleicht generell, also auch, ich glaube, dass der Emotionenaspekt da wichtig ist. Also es hat mich jetzt daran erinnert, dieses existenzielle Moment, glaube ich, auf das du anspielst. Aber das kann natürlich auch existenziell in die Welt gestellt sein, zum Beispiel in der Angst. Also in Emotionen, die dann wiederum die Sinnfrage zum Beispiel überhaupt erst auslösen. Und das gehört wahrscheinlich als komplex dann natürlich alles zusammen und ist sehr vielseitig. Ja. Unbedingt, unbedingt. Denn letzten Endes sind es ja auch wiederum die Emotionen, die uns unserer physischen Verfasstheit bewusst werden lassen, die uns auch unserer Endlichkeit bewusst werden lassen. Ich meine, Angst hat sicherlich auch etwas mit unserer Endlichkeit und Sterblichkeit und Verletzlichkeit zu tun. Aber gerade diese Condition humaine, dass wir eben so ganzheitliche Wesen sind, ja, müssen wir im Blick behalten, wenn wir das verstehen wollen, was das Denken des Menschen auszeichnet, was eben am Ende des Tages mehr ist als das noch so virtuose Exekutieren von Algorithmen und kognitiven Operationen, die wir zwar uns über die Jahrhunderte zu leisten angewöhnt haben, was auch großartig ist, aber das ist sicherlich das Feld, auf dem die Maschinen uns früher oder später überlegen sein werden. Aber wo sie nicht hinkommen werden, ist, dass sie uns fragen, was ist der Sinn von dem Ganzen hier?
Warum überhaupt? Ja? Ich glaub, Könnte ich es glaub, nicht auch anders sein? Ich glaube, fragen können Sie es schon noch, weil also mein Mann hat eine Zeit lang experimentiert eben mit solchen Bots, weißt du, mit denen man kommunizieren kann, wie Replika zum Beispiel. Und die sind natürlich so programmiert, dass sie tatsächlich Sinnfragen stellen. Also ihm auch die Frage gestellt haben, was denn er denkt, was der Sinn des Lebens wäre. Aber das Interesse dahinter ist natürlich die Frage, wo das herkommt. Also es ist natürlich programmiert und nicht ein genuines Interesse eines autonomen Wesens. Ja, klar, es ist ja, man sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, ob man sozusagen mit Hilfe eines Sprachprogramms eine Frage verlautbart oder ob man sie wirklich existenziell stellt. Also die Frage wäre ja, ob eine Maschine, eine künstliche Intelligenz für sich, aus sich heraus die Frage stellt, warum bin ich da? Ja, was ist der Sinn von alledem hier? Und nicht nur der Sinn von mir, sondern auch der Sinn von alledem, was mir begegnet. Und ich glaube eben, ich glaube das nicht, nein, ich bin davon fest überzeugt, dass man kann sicherlich Maschinen dahingehend programmieren, dass sie diese Fragen simulieren. Aber sie stellen sie nicht wirklich, weil sie eben nicht wissen, was es bedeutet, auf Sinnstiftung existenziell aufgrund der eigenen Endlichkeit jeden Augenblick des Daseins angewiesen zu sein. Ja. Würde ich voll zustimmen. Christoph, ich würde dir noch ganz gern sagen, was ich gerade gelesen habe, nämlich zum Zwecke auch unseres Denkduetts. Und ich weiß nicht, ob du es schon hast, nämlich Richard David Precht hat jetzt ja gerade ein neues Buch rausgegeben, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Kennst du das schon? Nee, ich kenne es noch nicht, aber meine liebe Frau Christine hat mir gerade noch kurz vorher zugeraunt, dass Precht dieses neue Buch geschrieben hat. Genau, ist nämlich, glaube ich, ganz druckfrisch. Und was ich nur darin gefunden habe, ist ein Zitat, das ich dir auch sagen wollte vielleicht, das ganz gut passt, glaube ich, jetzt gerade. Also zunächst einmal, was ich ganz interessant finde, ist, dass Precht halt in dem Buch versucht, an den Menschen heranzugehen als das andere der künstlichen Intelligenz. Also genau das, was wir jetzt gesprochen haben, was macht den Menschen sonst noch aus, außer dieser Art, kleine Teilaspekt des Denkens, den wir irgendwie isoliert haben und externalisiert haben. Ja. Und ein Zitat kommt dann vor von Jean Piaget, dem Entwicklungspsychologen, bei dem man jetzt auch nicht alles gut finden muss. Also ich finde auch nicht alle Theorien da wirklich gelungen dann. Aber dieses Zitat hat mir sehr gut gefallen, nämlich menschliche Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Und das fände ich nochmal ganz spannend, nämlich auch in Richtung gedacht von Moral oder Ethik und dieser Frage, du kennst das eben, der ethischen Programmierbarkeit von Maschinen bei selbstfahrenden Autos. Also dass eigentlich die menschliche Intelligenz genau mit dem, was du Gespür genannt hast, auch ein intuitives Handeln ist, nach einem Art von inneren Kompass vielleicht, den man gar nicht mehr begründen kann. Also das nichts mit Rationalisierungsprozessen und einem Abwägen zu tun hat, sondern eben genau was dazwischen passiert. Ja. Und das finde ich sehr spannend, nämlich auch in der Hinsicht, dass wir dann sagen könnten, ist es dann überhaupt möglich, eben eine künstliche Intelligenz mit ethischen Parametern oder einer ethischen Programmierung zu versehen, wenn eigentlich gerade unser moralisches Handeln sich dem entzieht, dass ich es immer kalkulieren kann, schon vorausberechnen, abwägen. Also das gelingt vielleicht gerade noch bei einem Utilitarismus, aber bei jeder anderen Ethik eigentlich dann nicht mehr. Und das ist so spezifisch und so individuell im Handeln des Einzelnen veranlagt, dass es eigentlich ein Widerspruch wäre, eine Maschine ethisch zu programmieren. Was meinst du? Ich kann dir nur beipflichten, würde gerne noch eine Assoziation, die mir jetzt doch dazu gekommen ist, mit einwerfen, nämlich Sokrates. Ja, weil ich meine, Sokrates macht ja nun nichts anderes den lieben langen Tag, und der ja nun mal die Galionsfigur unserer Zunft ist, sei hier erwähnt, als mit irgendwelchen jungen Leuten in der Palästra von Athen der Frage nachzugehen, was ist Gerechtigkeit, was ist Besonnenheit, was ist Tapferkeit, also die großen Fragen des Lebens zu stellen. Und es läuft immer darauf hinaus, dass man gemeinsam feststellt, wir wissen es nicht. Ja. So genau jedenfalls. Mhm. Aber indem wir danach fragen, bekundet sich letztlich unser Denken. Wir können es vielleicht punktuell verstehen, aber wir können es nicht auf eine ein für alle Male gültige Formel bringen. Wir können keine letztverbindliche Antwort darauf geben, was es bedeutet, tapfer zu sein oder mutig zu sein oder besonnen zu sein. Weil es am Ende immer wieder neu im Leben, in der Praxis, in Fleisch und Blut stattfinden und übersetzt werden muss. Mhm. Und ich glaube, was wir davon lernen können, und das ist vielleicht jetzt auch, weil wir langsam aber sicher auf die Uhr schauen müssen und auf die Zielgerade kommen müssen, vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz schöner Schlusspunkt für das, was wir hier miteinander machen wollen, unser Denkduett. Ja? Dieses dialogische Moment des Miteinanders, sich auch in diesen offenen Raum vorzuwagen, der eigentlich nur durch das Fragende und
umfassende Denken erschlossen werden kann. Ich glaube, das ist letzten Endes das, was sozusagen den Menschen adelt, dass er eben auch nicht wissen kann. Und zwar wissen kann, dass er nicht wissen kann. Ja, die Maschinen, die wir bauen, sind alle fantastisch in der Kunst, Antworten zu geben. Ja, aber solange mich mein Navi im Auto nicht fragt, sag mal, warum willst du jetzt dahin fahren und warum hast du den schnellsten Weg gewählt? Was soll das? Ja? Glaube ich, dass wir Menschen doch eine bestimmte Qualität von Denken haben, dass künstliche Intelligenzen auch auf absehbare Zeiten nicht werden substituieren können. Maximal simulieren, aber nicht substituieren. Vielleicht darf ich als Schlusssatz aber da noch anfügen, ich würde noch sogar den Schritt weitergehen, dass ich sage, ich finde, die Situation ist nicht ungefährlich gerade, nämlich in der Hinsicht, dass wir eben aufgrund dessen, also der Dominanz auch der Forschung natürlich und der Gelder und auch dieses Narrativs, ja, dass künstliche Intelligenz vielleicht uns das Leben auch sehr stark erleichtern kann, wir uns eventuell sogar in unserem Denken mehr und mehr genau dem anpassen, was wir hier ins Leben gerufen haben oder externalisiert haben aus uns. Ja. Und ich glaube eher, dass es sozusagen unsere Aufgabe wäre, das, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, was sich dem wieder entzieht, nämlich das Zweifeln, in Frage stellen, die Zwischenräume zu schaffen, nicht zu wissen, dem genug Raum geben, um uns nicht zu sehr sogar vielleicht dem Denken einer künstlichen Intelligenz selbst anzupassen. Ich glaube, das könnte nicht eine Gefahr darstellen. Ich bin total bei dir. Kann bei der Gelegenheit nochmal ein Zitat einwerfen, das von einem Landsmann hier aus meiner fuldischen Wahlheimat herrührt, nämlich Konrad Zuse, der einer der Pioniere der Computertechnik war, der, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig auf die Reihe, der gesagt hat, die Gefahr besteht nicht darin, dass Menschen, dass Computer so werden wie die Menschen, sondern dass wir Menschen so werden wie die Computer. Und ich denke, das ist in der Tat eine große Gefahr, zumal man das auch historisch beobachten kann. Ja, als der große Philosoph und Mediziner Julien Offray de Lametri in den 1760er Jahren sein Buch schrieb, L'Homme Machine, und die Idee vortrug, dass der menschliche Organismus so funktioniert wie ein Uhrwerk, hat er über Jahrhunderte das medizinische Verständnis dahingehend geprägt, dass wir angefangen haben zu glauben, wir haben eine Pumpe und unsere Nerven sind sowas wie Sprungfedern und dergleichen mehr. Ja. Der Mensch neigt dazu, sich selbst nach Maßgabe der von ihm gebauten Maschinen zu interpretieren. Und wir laufen in der Tat Gefahr, dass wir unser menschlichen Intellekt, unser menschliches Denkvermögen, unsere Nous nur noch als dasjenige deuten, was unsere Maschinen vielleicht viel besser können als wir. Und dann können wir entweder depressiv werden und sagen, eigentlich braucht man uns nicht mehr, oder man fängt wieder an zu denken und fragt sich, was heißt eigentlich denken? Und ich finde es schon mal gut, dass wir heute damit angefangen haben. Und ich glaube, damit haben wir nicht nur unseren Zuhörern, sondern auch der Menschheit einen großen Dienst getan. Dein Wort in Gottes Ohr. Liebe Cornelia, ich danke dir ganz herzlich für das spannende Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir über das Denken nachzudenken. Natürlich bleibt unendlich viel ungesagt, aber das war ja nun das erste von hoffentlich ganz vielen Denkduetten. Wir verabschieden uns jetzt hier bei dieser Gelegenheit zunächst mal von den Hörern unseres Podcasts. Sagen danke, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr unserem Gespräch gelauscht habt.